Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich bei meinem Podcast Momas Wohlwelt. Ich bin Monika, ich sage immer der kreative Kopf, aber irgendwie komme ich mir gerade vor wie der Handwerker von Momas Wohlwelt. Wir haben heute 18. November und es ist 6:45. So. Ja, warum so spät? Draußen ist stockdunkel, es ist so. Ich habe das ganze Wochenende durchgeschafft. Und heute saß ich den ganzen Tag am Wickler. Der Adventskalender ist in den Endzügen und es muss gemacht sein. So, und dann saß ich da und jetzt habe ich nach 30 Bobbel keinen Bock mehr gehabt und habe gedacht, jetzt nehme ich Video auf. Ja, was habe ich an? Ich habe mein absolutes Lieblingstuch an. Oh, ich zeige euch das. Also, das ist mein Schlapperpullover und wundert euch nicht, der hat hier Löcher. So, nur dass ihr es gleich wisst. Nicht, dass der alt ist, sondern ich ziehe immer hier den Ärmel hoch und ich muss aufpassen, weil da kommen schon die nächsten Löcher. Ich glaube, ich muss den irgendwie, nächstes Jahr schneide ich den ab irgendwie oder keine Ahnung. Schade eigentlich, ich liebe den total, ich liebe auch die Farbe, der ist so angenehm, der ist aus purer Baumwolle. Ja, ich liebe den total. So, dieses Tuch. War der erste Farbverlaufsbobbel, den ich jemals in meinem Leben erworben habe. Und das Tuch ist Crisscross. Und ich muss mir jetzt unbedingt ein neues stricken, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe aber keine Zeit. Und weil ich halt immer mit diesem Tuch rumrenne. Also, ja, und es ist bei mir auch schon echt 20 Mal gewaschen. Und nein, nicht im Wollwaschgang. Ich schmeiße es einfach in die Waschmaschine. Ja, hallo, es ist ein Tuch. Es ist so Allerweltstuch. Ich schmeiße einfach mit rein und es ist weich und da passiert gar nichts. Also, ich finde, es ist ja hinter wie vorne gleich. Also, gleich schön. Das sieht halt nach wie vor schön aus. Crisscross, kostenfreie Anleitung im Netz. Total toll. Die ganze Fleckle, die ihr seht bei mir bei Bobbel, wo Fleckle dabei sind, als ich noch Zeit zum Flecklerstricken hatte, sind auch Crisscross gestrickt. Bissle patent, bissle kraus rechts hinher. Es ist total easy going. Und mit 150 Gramm, also mit 560 Meter, seid ihr da dabei. Also wirklich auch ein total günstiges Tuch. So. Bin heute, glaube ich, ein bisschen aufgedreht. Wir fangen an mit den Socken. Ja. Fertig. Also, ja, sie sind fertig, die lilanen, die, ja, auch wieder aus einer, keine Ahnung, Sockenwolle, aus der Kiste, wo sie schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre gelegen sind. Wieder dieses mit dem Schrägen. Dieses Buch gibt es nicht mehr. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal verlinkt. Es gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich glaube, auch wenn ein Buch nicht mehr aufgelegt ist, darf man die Anleitung nicht rausgeben. Ja, schade, aber ich habe es schon ein paar Mal erklärt, wie es geht. Auf jeden Fall. Ich kann es bald nicht mehr sehen. Ich habe wohl eine Zeit gehabt, wo ich immer solche Socken gestrickt habe und es rächt sich jetzt an mir. Ich bin ein Freak. Ich muss immer zwei gleiche haben, aber hallo, bei dem Muster finde ich es jetzt irgendwie wurscht. Also da wusste ich jetzt echt nicht, wo soll ich denn anfangen, wo soll ich aufhören. Ich habe sie einfach gestrickt und fertig. Die sind halt jetzt irgendwie so schäckert. Alles gut. Die Socke von letzter Woche, die dann irgendwann diese, also von vorletzter Woche, die dann letzte Woche fertig wurde. Die Socken von letzter Woche. Ich ziehe es euch auf den Spanner. Also was übrigens auch ein Tipp ist, ich wasche die jetzt nicht alle vorher, aber auch wenn man sie so auf dem Spanner lässt, dann gehen die in Form und dann sind die in einer ganz schönen Form und dann können die so in die Kiste wandern. Ich glaube, ich zeige euch nächste Woche mal die Kiste. Die stehen da drüben, aber ich hole die jetzt nicht. Ich zeige euch die nächste Woche mal, weil ich habe die Woche reinguckt und habe gedacht, huch, schon so viel. Also vielleicht tut es gut, ab und zu mal reinzugucken. Also. Der ist noch nicht so alt.
Der ist aus dem Sommer. Das ist eigentlich auch nicht so wirklicher Übrigbleibsel. Aber ich wollte jetzt mal irgendwie wieder, keine Ahnung, warum ich zu dem gegriffen habe. Und zwar ist das eine Regia Galaxy Color, City Color. Und den habe ich von der Nadine gekriegt, die das Tuch Dirty Lace. Ich glaube, Dirty Lace hieß es, die das Tuch adoptiert hat. Und das Tuch hatte ich dabei auf Borkum, das weiß ich, das war im Mai. Ich glaube, es war Juni oder Juli, wo Nadine das adoptiert hat. Und mir dafür, und unter anderem diesen Bobbel mitgebracht hat. So. Und dann hatte ich irgendwann letzte Woche in meinem Wahn abends angeschlagen und angefangen und habe gedacht, jetzt ist der Anfang gemacht und habe dann gestern Abend geguckt und habe gedacht, ja super. Die erste Socke hat zwei rechts, zwei links Bündchenmuster und ich schlage jetzt eins rechts, eins links an. Wie schlau. Also habe ich es wieder aufgemacht und habe jetzt heute Morgen angeschlagen. Das ist mein heutiges Tagwerk neben Wickeln her. Eigentlich bin ich schon ein bisschen crazy. Wer Bobbel wickelt, weiß, dass man nach einer bestimmten Länge dann immer umknoten muss. Und dann muss man dann immer das Strickzeug aus der Hand legen und umknoten und machen und tun. Aber ja, nicht jammern, stricken. So. So sieht es aus. Und auch da habe ich jetzt einfach weiter gestrickt. Also die sind jetzt nicht ganz identisch, aber ich finde jetzt an der Socke ist das jetzt wirklich auch nicht wichtig. Da ist mir das wurscht. Die sind irgendwie rot und haben dann solche Schliere und ja. Also man sieht es auch an der Ferse. Die eine Ferse sieht so aus und die andere jetzt einfach kunterbunt. Nein. Wichtig ist, dass sie sonst gleich sind. Ich habe folgendem, und das ist das Schöne, es ist jetzt mal was anderes. Und zwar italienischer Anschlag. Ist ja mein trendy Anschlag. Dann zwei rechts, zwei links Bündle, 20 Reihe. Dann 60 Reihe Schaft. Und dann eine verstärkte Käppchenferse, wie man sie auch machen kann. Also, das ist dieses versetzte, sieht aus wie so ein bisschen Netzpatent, also ist diese versetzte Verstärkung. Und es sieht von innen dann so aus. Ja, man sieht dann, die Fäden laufen innen. Das kann man so machen. Man kann natürlich auch die Fäden außen laufen lassen. Wenn man das dann gut verkauft, ist es ein neues Design. Ich grinse so, weil ich weiß und du weißt und ich finde es einfach nur witzig. Auf jeden Fall. Also, die Fäden laufen innen lang und dadurch gibt es innen so eine Doppelung. Ist die Ferse verstärkt. Dann habe ich da unten diese Herzchenferse gemacht, wobei die habe ich heute echt neben dem Wickler her. Ich habe sie fünfmal aufgemacht, weil es irgendwie nicht gestimmt hat. Also irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt, seht ihr, habe ich ein bisschen viel Nadeln drin, weil ich nehme gerade hier die Masche auf. Ich mache das hier auch so, dass ich hier links und rechts immer noch zwei Maschen dran lasse. Also zwei Maschen kraus rechts und dann die Verstärkung. Und ganz an der Kante von dem kraus rechts, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Kann man das erkennen? Ganz an der Kante aus dem Böbele hier. Ja, also hier. Da, aus dem äußersten Böbele stricke ich eine Masche raus. Und so nehme ich die auf. Und dann, wenn ich die aufgenommen habe, stricke ich den Spickel. Und zwar diese Masche hier, die letzte, und die, mit der ich zusammenstricke. Die hier wird rechts verschränkt gestrickt und da wird rechts verschränkt zusammengestrickt in jeder zweiten Reihe. Und hier stricke ich glatt links.
Das gibt dem Spiegel einfach eine Betonung. Das gefällt mir ganz gut. Das sind jetzt auch 41er, 40, 41. Könnte für mich sein, aber wandern ja in die Sockenkiste. Und wie gesagt, meine Schwägerin hat welche bestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da wegwandern. Ja. Und wie gesagt, das habe ich jetzt heute an der, also heute gestrickt während des Tages. Ich stricke eigentlich unter Tag nur, wenn ich entweder eine Sitzung habe irgendwo, beim Arzt hock, oder zum Beispiel, wenn ich mit einer Klientin frühstücke und die viel länger braucht wie ich oder die immer wieder Dinge wiederholt oder so, dann hilft mir das einfach so zum, ja, genau. Oder wenn ich am Wickler sitze. Wenn ich am Wickler sitze, dann stricke ich auch. Weil es ist, es hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber nur der ganze Tag am Wickler zu sitzen und zu warten, bis diese Meterzahl erreicht ist, das ist so langweilig, weil das ja nichts Kreatives ist. Und alles, was nicht kreativ ist, ist für mich langweilig. Und es ist nichts Kreatives. Es ist einfach nur im Grund Fließbandarbeit. Und um dem was zu verleihen, was mir einfach Spaß macht, stricke ich Nebe zu. Ich habe damals ja die Husky-Socke für Beate, habe ich auch neben Wickler hergestrickt. Also ich kann da wirklich auch Colorwork stricken oder sonst irgendwas. Genau. Ja. Dann zum Thema Socken. Also. Und das finde ich jetzt einen wichtigen Hinweis für all diejenigen von euch, die gern auch Filzschuhe anziehen und sich heute oder vielleicht auch schon am Samstag wie ich Filzwolle beim Aldi gekauft haben. Also, und ich mache das jetzt nicht, weil ich Werbung dafür mache, sondern ich mache, weil ich euch davor bewahren möchte, was mir jetzt passiert ist. Und zwar sieht die Verpackung dieses Jahr so aus. Und hinten, da erkennt ihr die diesjährige, ist ein so ein Backofenhandschuh drauf. Also da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, entweder Filzschuhe oder noch was anderes. Letztes Jahr gab es entweder Filzschuhe oder so eine Tasche. Und Gott sei Dank schmeiße ich nicht immer alles weg und habe noch ein letztjähriges Prospekt. Ich war am Samstag mit einer Klientin einkaufen beim Aldi. Und habe gesehen, dass die Filzwolle schon Auflieger haben und habe gedacht, oh, wie geschickt. Weil, ja, ich hätte heute Morgen um 8 Uhr beim Aldi stehen müssen, hätte ich keine Lust dazu gehabt. Beziehungsweise am Samstagabend dann, wenn ich vom Geschäft heimfahre, geschwind noch vorbei, weil oft legen sie das abends schon auf. So war es geschickt, dass ich es am Samstagmittag mitnehmen konnte. Und als ich dann abends heimkam, so um 7:30, habe ich mich aufs Sofa gesetzt und wollte echt nichts mehr denken und musste meine Birne leer kriegen. Und habe gedacht, ach komm, strickst damit los, weil das geht ja einfach glatt rechts ein Stück weit und dann geht es im Kreis ein Stück weit und fertig. Und es gibt hier immer so eine Tabelle inne drin. So auch dieses Jahr. Ich habe mir bei allem nichts gedacht, sondern Tabelle sagt dieses Jahr aus, Größe 40, 41, ja meins, 38 Masche Anschläge und 38 Reihe Hochstricke. Gesagt, getan. Geht ja auch ziemlich flott. Man braucht einen Knäuel. Da reicht es einem dann. Man schließt dann zur Runde und es reicht einem dann gerade noch so für zwei, drei Runde und dann macht man da neue Knäuel dran. Auch da habe ich blöderweise noch nichts dabei gedacht. Gestern Abend nach dem Geschäft habe ich dann der zweite angefangen. Und als ich beim zweiten zur Runde geschlossen habe und nur zwei Reihen drüber kam, habe ich mir gedacht, letztes Jahr hat es länger gelangt. Und dann fing an, mir ein Licht aufzugehen. Und dann bin ich hochgestiefelt und habe die Anleitung von letztem Jahr gesucht und dann wusste ich was. Aber ich habe es dann fertig gemacht. Ich habe es dann in die Waschmaschine gesteckt. Die sind auch schön gefilzt. Ich finde, sie kommen wunderbar raus. Aber.
Das ist mein Lieblingsschuh, der leider jetzt unten, weshalb ich neue brauche. Ja. Und der ist breiter. Ah, man sieht es jetzt nicht so gut, aber der ist breiter. Der ist so ein Stück breiter und der ist so ein Stück länger. Super. Der Jürgen hat eine halbe Nummer größer wie ich, für den passt sie auch nicht. Die sind jetzt nach der neuen Anleitung Größe 40, 41. Okay, so viel sind meine Füße nicht gewachsen. Nach der alten Anleitung sind die Größe 44. So. Wer von euch möchte diese Schuhe in Größe 44 haben? Von mir gestrickt, frisch gewaschen und gefilzt. Und es mag sein, dass ein Haar von Lilly auch noch dabei ist irgendwie. Ich tausche diese Schuhe weg oder verschenke sie oder wie auch immer. Ich kann sie nicht anziehen, sie sind mir viel zu groß. Also, meldet euch, wer die Schuhe haben möchte. Wessen Mann auf lila, orange-rot und was ich da auch noch zeigen will dazu. Und das finde ich bei der Aldi-Wolle echt super. Ja, so ist es gern. Und ich finde, die verlieren kaum an Farbe und das gefällt mir total. Die sind total schön. Ja, genau. Meldet euch, was ihr haben möchtet. Das ist der Rest von einem Bobbel. Also, genau. Warum ich nicht schon früher geschaltet habe, ich weiß es nicht. Ich hätte sie aber wahrscheinlich dann auch nicht aufgezogen. Es ist, wie es ist. Worauf es mir ankommt. Wer jetzt dieses Jahr beim Aldi diese Sockenwolle kauft und sich das stricken möchte. Entweder ihr schreibt mich nochmal an oder aber ihr könnt. Also das sind praktisch immer zwei Nummern weniger. Sprich, die 40, eine. Also, wie sage ich es jetzt? Wenn ihr 40, 41 stricken wollt, müsst ihr das für Größe 36, 37 anschlagen. Es haben sich diese Tabellen vier Maschen mehr. Ich weiß gar nicht warum. Es ist identisch Schuhwolle, 100%. Es ist identisch 50 Meter auf 50 Gramm. Es ist identisch die Maschenprobe. 11 Maschen, 16 Reihen ungefilzt und 17 Maschen, 19 Reihen gefilzt. Ah, und hier bei den neuen. Nee, bei den alten. Also bei den alten steht gefilzt 15 Maschen, 27 Reihen und bei den neuen steht gefilzt 17 Maschen, 29 Reihen. Also noch eine kleiner, weniger. Aber es passt nicht. Warum sollte eine Filzwolle, die genau dasselbe ist wie letztes Jahr, genau Lauflänge, alles gleich, 100% Schuhwolle, alles gleich, warum soll die plötzlich kleiner werden beim Filzen? Die Filzanleitung ist die gleiche. Völlig die gleiche. 40 Grad, Buntwaschprogramm 2 Stunden. 800 bis 1000 Umdrehungen, 3 Tennisbälle, alles identisch. Warum soll diese Wolle plötzlich kleiner werden? Sie wird's nicht. Scheiße. Ja, muss mal raus. Also hat mich echt nervt, weil ich finde, so ein Scheiß. Ich habe gerade eh nicht so die viele Zeit zum Stricken und jetzt das. Jetzt muss ich wieder die Dinger mit den Löchern anziehen. Und das Blöde bei den Löchern ist, wenn man läuft, dann kriegt man da immer so kalt, aber nur hier. Ja, also gut. Genug geschimpfen, wie ich bin, habe ich ja gleich mal 2 Packs für die Schuhwolle mit. Weise Voraussicht. Und ja, die waren am Samstag auch schon ganz schön vergriffen übrigens. Also, die sind total beliebt. Da kostet diese 4 Knäuel 6,99. Kann man jetzt halt auch nicht meckern. Ist wahrscheinlich immer nur von der gleichen Firma. Aus Ingolstadt. Jawohl, Vendita GmbH ist der Importeur. Also, das ist. Da gibt es echt gar nichts. Der gleiche Ökotex-Standard, Standard 100 mit der identisch gleichen Nummer. Geprüft auf Schadstoffe, Standard 100. Was will man denn mehr?
Und nur weil es die beim Aldi gibt, ist das kein Discounter oder so eine schlechte Wolle, sondern es macht halt die Marge. Das ist beim Aldi so. Es macht einfach die Marge. So. Das heißt, ich stricke jetzt halt nochmal. Wer die jetzt von euch gekauft hat und unsicher ist, schreibt mich an. Dürft ihr gern, ich kann vielleicht nicht immer augenblicklich antworten, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben, weil wenn ich im Geschäft bin, gucke ich nicht aufs Handy, da habe ich keine Zeit dazu. Aber ich bin die Woche auch noch, ich habe noch mal einen Tag frei die Woche und noch mal einen kürzeren Tag, von daher schreibt mich an und ich kann euch da auch weiterhelfen. Weil nicht jeder muss dann dieses Desaster erleben. Aber nicht jeder ist auch gerade so blöd und merkt es nicht. Aber klar, wer es noch nie gestrickt hat, merkt man es vielleicht auch nicht. Ich hätte es merken müssen, weil ich schon bestimmt 20 von den paar gestrickt habe, aber ich habe die Zahlen halt auch nicht im Kopf. So, genug geschimpft. Wo geht's weiter? Wir machen weiter bei was ganz Schönem. Und zwar stricke ich ja aus vier Sockenwollknäulen. Die zeige ich euch jetzt einfach. So, es sind zwei Opal und zwei Regia, stricke ich die Jacke Dolce Vita. Das ist auch so ein bisschen so ein Mitnahmeprojekt. Das ist eigentlich wie Sockenstricke, es ist einfach nur zurück, hin, zurück. Ah, und was ich jetzt vergessen habe. Wo ist mein Bleistift? Wo hat er sich versteckt? Ich weiß nicht, wo er ist. Heieiei. Jetzt wollte ich euch das geschwind aufmalen. Nein, der ist weg. Ich habe nicht hier. Ich mache schön Pause und hole ihn. Upsa. Auge auf beim Eierkauf. Am Tisch ist er gelegen. Ich male euch dieses Muster noch geschwind auf. Auch das übrigens ist das Geschickte bei dem Kalender von der Martina Behm. Und wer schnell ist, kann noch einen haben. Es gibt bei uns im Shop noch einen einzigen. Das Tolle ist, da gibt es dann auch Karo-Papier. Und ich male euch das jetzt auf, weil da einfach auch Fragen gekommen sind von Menschen, die gesagt haben, wie war das? Also. Ei, was ist jetzt das? Jetzt fällt auch noch die Mine aus dem Bleistift raus. Jetzt kommt der neue. Gut. Ich muss denken, das ist manchmal schwierig. So, ist eigentlich ganz einfach. Und mir muss auf 3 plus 1 zählen. So. Ich habe euch jetzt mal vier Reihen aufzeichnet. Und das ist im Grunde auch ein Rapport. Also entweder 5 Maschen oder dann immer plus 3. 2, 4, 6, 8, 9. Es sind immer 4 plus 1 ist ein Rapport. Also 5 oder dann plus 4. Also 4 plus 4, 8 plus 1 sind 9. Ihr strickt in der ersten Reihe rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, rechts.
Und die Masche, ich kreise die mal ein. Schön ist anders, aber die Masche hier, die strickt ihr vorne links und hinten rechts. Die erscheint vorne als linke. Und die Masche hier, zwei daneben, ist vorne rechts und hinten links. Genau umgekehrt, die erscheint vorne immer als rechte Rippe. Das dazwischen, wo ihr die rechten seht, strickt ihr vorne und hinten rechts. Das heißt, es gibt ein Perlmuster. Und dann sieht es so aus. Ihr habt vorne die rechte Rippe, habt hinten, das ist die linke Rippe, und dazwischen drin, ich ziehe das jetzt mal auseinander, hier dazwischen ist immer Perlmuster praktisch. Und dadurch sieht es aus wie ein falsches Patent, weil hier hebt es eine Rippe. Und hier hinten hebt es eine Rippe. Das heißt, das, was dazwischen drin fällt, hebt es hinten raus. Und deshalb falsches Patent. Und es ist immer drei rechts, eins links, drei rechts, eins links. Vorne wie hinten. Deshalb ist das ein komplettes Mindless-Projekt. Aber diese Art falsches Patent ist meine Version. Was habe ich Schönes erlebt? Ich habe eine Mail bekommen zum Thema Dolce Vita. Und zwar von der Silvia Kilger. Wer ist Silvia Kilger? Silvia Kilger ist die Designerin der Dolce Vita. Hallo Lilly. Sie ist die Designerin und sie war total überrascht und hat sich sehr gefreut. Ich grüße dich hiermit. Hat sich sehr gefreut, dass ich die Dolce Vita stricke. Und wollte von mir wissen, woher kennst du diese Jacke? Was mir dann aufgefallen ist, sie ist eine kleine Indie-Designerin, die einfach schon Designs auf Ravelry hat. Ich verlinke es euch unten auch wieder, weil ich gern Werbung für so kleine Indie-Designer mache. Und sie wollte einfach wissen, woher kennst du die Jacke? Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt vom Wiener Wollfest, wo die Jacke war. Und dass ich so über ein anderes Video drauf aufmerksam wurde. Und das Lustige, dann schreibt mir unten in die Kommentare eine Zuschauerin, deren Namen ich leider vergessen habe. Asche auf mein Haupt. Ich bin die, die diese Dolce Vita beim Wiener Wollfest anhatte. Und sowas finde ich einfach total schön. Und die Designerin war total, die Silvia, total beglückt, dass ich die strick und das so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen, ja, euch heiß gemacht habe da drauf. Ich erkläre euch nochmal, wie es geht. Letztendlich ist es was bis jetzt total Einfaches. Ich sag bis jetzt, weil, in dieser Variation strickt man jedes Teil mit zwei verschiedenen Sockenwollknäuel und wechselt nach jeder zweiten Reihe ab. Man nimmt dann am Rand zu, wie oft und wann, steht in der Anleitung. Aber letztendlich ist es so, dass man dann jetzt ein großes Dreieck strickt. Es gibt eine Weste, fängt also hier an. Das sieht jetzt kleiner aus, weil das zusammenschnurrt und zudem habe ich einen Pulli drunter, aber das geht rum. Und letztendlich strickt man, bis man hier oben ist und nimmt da stetig zu, dass man einfach die Schräge kriegt. Und wenn man das hat, strickt man Rückeinsatz und strickt vorne noch einen Kragen dran. Wie das dann geht, keinen Plan. Also schon so ein bisschen gelesen, aber nicht wirklich. Ziel ist jetzt, diese Seitenteile zu stricken. Wenn ihr seht, oje, oje. Es sind nur
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Reihen. Das ist ja nicht gerade viel. Das stimmt, das ist echt nicht viel. Aber, mach jetzt den Marker mal höher. Es gibt ja zwei Teile. Und wenn man hier schaut, ja, das sind dann schon mal mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 34 Reihe. Das sieht man, das ist auch schon ein Stück größer. Ja, und es ist total faszinierend, wie sich das jetzt mustert. Also hier war mal ein Stück, bei dem beide Garne grau hattet. Und das passiert jetzt so nimmer. Und was eben vorher die ganze rote Reihe da unten war, die sind jetzt so Stückler drin. Also ich finde es einfach faszinierend. Das macht total Spaß. Es gibt hier gar keinen Sinn im Sinne von Struktur. Wohingegen das ja echt total Struktur hat. Da habe ich schon gedacht, ob das wohl zusammenpasst oder ob es nicht schöner wäre, wenn die Jacke entweder keine Struktur oder komplette Struktur hätte. Aber ich mache es jetzt einfach so, wie es ist. Also letztendlich bin ich ein bunter Vogel und ja, ich finde es einfach witzig. Natürlich sind es ähnliche Farbe. Ja, so witzig. Also die Jacke macht unglaublich Spaß. Ist so ein super mindless Projekt, kann man toll mitnehmen. Also wir sind am Freitag, werde ich mir bei Marc Benecke sein. Ich weiß nicht, wem Marc Benecke was sagt. Marc Benecke ist der Kriminalbiologe, also ein schräger Vogel. Und der ist bei uns in Stuttgart im Theaterhaus und erzählt so seine Geschichten kriminologischer Art. Und da stehe ich ja total drauf. Und das ist ein Projekt, das werde ich mitnehmen, weil ey, das kann ich echt bei wenig Licht stricken. Also das ist, ja, so eine Mitnahme. Das ist wirklich cool. Es macht ganz arg Spaß. Ist so ein Nebenherprojekt. Also ist nicht mein Hauptprojekt gerade. Es ist ein absolutes Nebenherprojekt und wenn es kein Störprojekt gäbe, wäre das vielleicht auch schon ein bisschen weiter gediehen. Aber es gibt ja noch so ein Störprojekt. Oje, oje. Und zwar habe ich euch das auch schon gezeigt. Diesen mega schönen Pulli aus dem Designer-Meeting. Und da habe ich mir ja überlegt, da möchte ich ja Wolle dafür und jetzt war es, den möchte ich machen, weil ich dachte habe, das ist so ein Pullover, den hast du in 14 Tagen nadelt. Ja, glaube ich, ist echt auch so. Problem war jetzt nur, ich hole das mal vor und zeige euch die andere Farbe. Ich hatte jetzt nur einfach ein kleines Problem und zwar, ich habe den Kampf mit dem Brotmesser im Geschäft verloren. Wir haben da IKEA-Brotmesser und es ist echt mega scharf, mega. Und ich schneide mal Brezel auf und voll hier in der Daumenei. Nein, das ist kein Mimimi. So was kann vorkommen, hat furchtbar blutet. Wir haben dann festgestellt, Pflaster wäre auch gut, wenn man hättet. Habe ich dann auch gleich gekauft. Aber ich stricke diesen Pulli aus der dicken Finkhof. Und da gibt es dieses Wort robust, ich hätte es halt einfach auch als kratzig beschreiben. Also ich finde die Wolle kratzig und ich finde, das darf man auch sagen. Das ist keine Wolle. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also mein Satz wäre jetzt gewesen, das ist jetzt keine Wolle, die man so auf der Haut trägt. Aber ich kenne ja jemanden, der wohnt in so einem Finkhof-Pullover und findet das total angenehm. Und das hat mir Mut gemacht, diesen Pulli aus der Finkhof zu stricken. Die ist habhaft, also das ist einfach ein Schafwoll. Aber so ein Schafwoll hat einfach den Vorteil, dass sie auch so ein bisschen zusammenfilzt und da ist das ein super warmer Pullover, der halt auch Wind schützt, also wo man windgeschützt ist. Und ich habe dann mal geschwind, blöderweise,
Ich glaube, wie war das? Am Samstag habe ich geschafft. Da wäre das Paket gekommen und am Montag hat man es auf der Post holen können. So. Und dann habe ich am Montagabend schön angefangen, also heute vor einer Woche. Und habe, da strickt man ein sehr, sehr langes Bündle, das habe ich gestrickt. Auch italienischer Anschlag. Kann man das sehen? Ja, und das finde ich, sieht halt hier wirklich ratterscharf aus. Das gefällt mir total gut. Sieht halt mega gut aus. Das Problem war halt, die robuste Wolle und diese, ja, man sieht es nicht mehr. Muss man auch nicht, aber es war halt genau hier rein. Und ich bin ja kein Pflasterliebhaber. Ich mache keine Pflaster hin. Klar, wenn's Blut läuft schon, aber dann nicht, mache ich gleich wieder weg. Und dann hat es halt total auf diesen Schnitt, auf diese Wunde druckt. Und dann hat mir der Finger dann 2 Tage richtig weh. Also ich konnte an einem Tag auch wirklich nichts stricken, weil es wirklich weh hat. Das ist genau die Stelle, wo die Nadel drüber läuft, auch beim Sockenstrick oder so. Ja, war eine blöde Aktion. Aber gut, ich habe an einem Abend geschwind einen Strang verstrickt. Das sind 150 Gramm. Das geht auch relativ schnell. Die riecht nur so richtig nach Schaf. Ich habe mich entschieden, also ein bisschen schade fand ich, dass es das Hellbraun nicht gab. Also so dieses Braungrau. Das gab es nicht, das wäre so mein Favorite gewesen. Ja, gab es nicht, jetzt habe ich das Dunkelbraun. Und habe da dazu die drei Farben noch. Das ist eine gefärbte. Also ich hätte es wirklich gerne in Naturfarbe, aber gut, ich meine, das ist nachher wenig. Muss man noch mal, ich zeige es euch nochmal. Ja, das ist nachher eben das Schwarz. Und das Silber ist das Silber und das Natur ist das Natur. Also das gibt es Silbergrau, das Natur und das Schwarz eben. Vielleicht muss ich das auch noch drehen mit der Farbe. Ich habe genug Garn genommen. Vielleicht drehe ich es, dass das, was im Original schwarz ist, dass das bei mir Silber wird. Und nur die kleinen Nupsis hier und das bisschen, was jetzt hier Silber ist, mache ich nachher in Schwarz. Weil man sonst hier, danke fürs Gespräch, da lohnt sich das Musterstricken nicht. Und hier sieht man halt einen Kontrast. Also es gefällt mir, glaube ich, besser, es so rumzumachen. Ja, jetzt ist es ja so ein Werk, das wird von unten nach oben gestrickt. Okay, kann man nur mit Leber und dann macht man es oben auf die Nadel und strickt es voll hoch. Das ist wie bei meinem Landlustpullover. Alles klar. Aber seht ihr das? Hä? Kann mir ein Mensch erklären, warum dieser Pullover jetzt links und rechts eine Naht hat? Also, das ist jetzt bitte was, was ich nicht verstanden habe. Weil, wenn ich schon von unten nach oben stricke, dass ich die Ärmel offen stricke, ich die Ärmel offen stricke, ist klar. Aber auch die kann ja der, der gern Ärmel rundstricke. Man hat hier nachher letztendlich am Anfang 2 lange Rundnadler drin, die man so rüber, also eine von Ärmel zu Ärmel und die hintere auch, weil man am Anfang nicht rundstricke kann. Hier unterm Arm, das gibt es kein Material. Aber warum man bitte den Körper offen strickt, mit rechte und linke Reihe, keine Ahnung. Und weil ich da keine Ahnung hatte, stricke ich ihn natürlich rund. Jetzt habe ich noch gut in Erinnerung gehabt, dass die Annette, die, ich habe das noch wirklich vor Auge, wie sie die Jacke gestrickt hat aus dicker Finkhof mit den Nadeln. Das war eine graue Jacke, wo immer die Nadeln in die Ärmel gesteckt sind. Und das sind die Fünfer von Knit Pro Sing. Ich habe also angefangen, den Pulli. Er ist hier beschrieben. Mascheprobe habe ich auch gemacht. Und ist hier beschrieben mit Nadeln. Fünf, 5,5 und 6. Die Finkhof ist mit 4 bis 5 ausgelegt. So, jetzt habe ich das Bündle mit 5 gestrickt und habe gedacht, Halleluja. Also für ein Bündle ist es okay, aber hier oben dachte ich mir,
ey, Brettles Stricker, das hat gar keinen Wert. Also musste ich dann nochmal warten, weil so sieht die 6er von Knit Pro aus. Ich stehe gerade auf die farbige Nadel. Das hat nichts mit der Qualität oder wie auch immer. Ich habe auch silberne, die finde ich auch gut, aber mir gefällt es mit dem. Ich bin ja eh ein Farbfreak, darum bin ich Wollwickler und ich finde es einfach, ich finde es toll mit einer farbigen Nadel. Genau. Also stricke ich jetzt den und heute Abend, vielleicht stricke ich an dem einfach noch ein Stück weiter. Auch so was Mindless. Ich habe gerade so viel im Kopf. Wenn ich vom Geschäft komme, habe ich so viel, wo ich denke, ich muss erstmal leere, der Kopf leere. Und das mache ich, indem ich einfach stur gerade ausstricke. Ob das jetzt das Projekt ist oder eben diese Dolce Vita Jacke oder auch mal zocke, Hauptsache im Kreis. So. Und dann gibt es ja noch ein Projekt. Und da muss ich sagen, war ich echt fleißig. Auch wenn Eigelob tierisch stinkt. Aber da ist gut mit Ihnen, Frau Lilly. Quiet Stars. Jorge Locatelli. Und was soll ich euch erzählen? Meine Quiet Stars hat jawohl zwei Ärmel gekriegt diese Woche. Die Ärmel sind beide fertig. Ich habe hier runtergestrickt, bis der Boppel aus war. So, dann habe ich, und jetzt halte ich das mal in die Kamera, ob man das sieht. Was soll ich sagen? Ich habe die Ärmel parallel gestrickt. Das heißt, ich habe diese Knäuel von außen und von innen verstrickt, einfach um keinen Farbab, also das nicht ein hellerer und dunklerer Ärmel. Es ist ja handgefärbte Wolle, von mir handgefärbt. Und ja, handgefärbte Wolle hat manchmal Unterschiede. Es ist einfach so. Ich weiß, dass mein letzter Strang, besonders bei der, die ja, bei der Farbe, die ja so ein bisschen aus oder sich aufspaltet, der letzte Strang hat mehr so olivgrüne Anteile, das weiß ich. Aber hier finde ich, man sieht keinerlei Unterschied. Und ich sehe es auch nur, ich habe keine Ahnung, wo habe ich es vernäht. Ich finde es noch nicht mal. Beim anderen Ärmel sieht man es, glaube ich, noch ein bisschen. Nein, ich finde es nicht. Was lustig ist, dass die streift. Also die streift sowohl die als auch die. Das streift einfach. Also, man strickt diesen Ärmel in diesem Muster, wie man auch das seitliche Vorderteil strickt. Also ein ganz einfaches Muster. Und strickt den runter, nimmt ab. Das ist auch super gut wieder beschrieben. Ich habe die Ärmel eine Nummer größer gemacht, wie in meiner Größe in der Anleitung. Weil ich ja schon weiß, dass bei Hochi die Ärmel relativ eng sind. Und hier vorn am Ärmel, oh, das sieht mir jetzt halt echt total cool, kommt 10 cm, bei mir sind es ein bisschen mehr. Bei mir ist auch das Ärmelstück länger, wie Hochi das beschreibt, weil ich halt keine kurze Arme habe. Und dann kommt als Bündchen praktisch von das Muster, das auch vorne in der Blende ist. Wie cool ist das denn? Also, sieht dann nachher so aus. Und die ist jetzt noch nett gewaschen und ich finde sie auch nicht so eng. Das ist wirklich, es ist wirklich toll. Die geht ja nur ein bisschen, also wenn man die wäscht, geht die ja nur ein bisschen auseinander. Aber das ist wirklich eine tolle Jacke. Langärmliches T-Shirt drunter und die Jacke drüber. Und ich glaube, ich bin echt ein Zuge fürs Leben. So. Wo kommst denn du jetzt her? Keine Ahnung. Da geht eine Nadel spazieren. So. Hier hinten bin ich, weiß ich gar nicht.
Habe ich das gestrickt letzte Woche? Glaube ich, glaube nicht. Nee, ich glaube, ich war da schon. Da habe ich den Marker nicht versetzt. Also hier mit dieser Zunahme sieht man kaum, dass man da schon zugenommen hat. Da bin ich jetzt kurz vor der nächsten Zunahme. Es heißt jetzt einfach nur noch. Ist ja nicht viel. Nur noch den Rücken runter. Ja, Pfeifendeckel. Die Vorderteile ja auch. Und der Witz ist ja, dass sich die vordere Seite so überlappt. Das heißt, das ist einfach weiter wie sonst. Aber shit happens. Sollen wir jetzt drüber lamentieren? Machen wir lieber nicht. Sondern einfach nur noch vorwärts den Körper voll runterstricken. Und dann ist die Jacke fertig. Heute ist der 18. Ich habe noch 12 Tage. Ich bin guter Hoffnung. Also nicht wirklich guter Hoffnung ich, aber ich bin guter Hoffnung, dass es fertig wird. Das Größte war, dass die Ärmel dran sind. Also man könnte jetzt theoretisch das auch als Bolero nehmen. Es wird gerade so bis unter den Busen gehen. Vielleicht jetzt bei meiner Figur nicht so ganz tauglich, aber ja. So. Und jetzt, darfst du bitte mal deine Schokoladentasche holen. Bitte. Liebe Leute, ich bin doch echt ein Depperl. Also ist es mir peinlich oder ist es mir peinlich? Ich habe ja die Susan getroffen oder wir haben die Susan getroffen in Neuenburg. Ja, ich konnte es nicht tragen. Susan, du weißt, gell, ich habe es dir gesagt, ich konnte es nicht lupfen und darum konnte ich es nicht zeugen. Jetzt ist es schon besser. Die Susan hat auch mir so eine Tasche mitgebracht. Mir die Tasche. Der Inhalt, Leute, was soll ich sagen? Jetzt sind da noch 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susan, schau her, es sind nur 8 Tafeln da. Und ich glaube, es waren 24 oder 25 Tafeln Schokolade. Ich konnte die Tasche nicht heben und drum konnte ich es euch noch nicht zeigen. Nein, ich habe es einfach vergessen. Der Jürgen hat die Tasche, weil er da jeden Abend das Täschle nimmt. Dann macht er es auf, dann guckt er rein, was ist nur drin, welche Schoki. Sucht er sich eine raus und verspeist die. So. Eine wunderschöne Projekttasche, liebe Susan, vielen Dank. Die werde ich in Ehren halten, das weißt du. Und soll ich schon sagen, die Susan hat mich angefixt. Ganz furchtbar. Schlimm. Nach Österreich kommt jetzt die Schweiz. Ich kann mich nimmer retten. Schweizer Viren flogen rüber. Und zwar, wie heißt jetzt wieder der Cardigan? Ich weiß nicht mehr, der von Asita Krebs. Frau Kirstin aus der Schweiz, Quickstrick hat ihn Test gestrickt. Und da konnte ich dann schon so ein bisschen widerstehen. Jetzt fing die Susan heute an, habe ich neben dem Wickler her, komme ich zum Video gucken. Jetzt fing die Susan an mit dieser Jacke. Und das Problem, sie hat dann noch einen kleinen Shop in der Schweiz, wo es die Wolle noch im Package gibt. Da habe ich auch schon geguckt, aber Gott sei Lob und Dank haben mir die Farbkombinationen nicht gefallen. Dann habe ich sie angefunkt. Und dann bin ich zu Drops. Und dann habe ich gedacht, nein, du hast da noch was im Schrank. Und zwar diese dunkelblaue, die ich neulich versucht habe, in die Weste als Kontrastgarn zu stricken. Da habe ich noch da. In dem Schrank da drüber. Aber da stehen jetzt so viele Kisten für den Adventskalender, dass ich nicht hin kann. Und Gott sei Dank, da muss ich schauen. Und ich habe da auch, da gäbe es auch ein Kontrastgarn. Also ich hätte Wolle im Stash. Oi, 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 oi. Also, wenn die Tasche leer ist, das ist ja erst die Voraussetzung, die muss leer sein, dann werde ich mir für diese Jacke von Asita Krebs die Wolle da reinrichten und die Anleitung dazu reinrichten. Und dann, oje, 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 muss ich mir überlegen, ob ich die zu 6 in 2020 packe. Könnte ja eine Möglichkeit sein. Oder ob ich es gleich anfange und dann reinpacke oder wie auch immer. Aber das wäre doch ein steiler Plan, finde ich. Ich habe nämlich schon mal was gerichtet.
Und das liegt oben, das ist ein Sommertop. Das habe ich euch auch gezeigt letzten Sommer. Das ist original hingerichtet. Das könnte auch ein Projekt sein, Strick 6 in 2020. Das ist die Idee. Also, die Jacke von Asita Krebs kommt in die Projekte Strick 6 in 2020. Das hilft mir, es nicht jetzt anzustricken. Coole Idee. Ja. Was war die Woche sonst? Lilly, haben wir was Besonderes gemacht? Nö, gell? Geschafft haben wir sonst nichts. Nö, war nichts Besonderes. Und jetzt die Woche. Freitagabend gehen wir zu Marc Benecke. Da freue ich mich sehr drauf. Also der war neulich bei Markus Lanz. Das war echt hochinteressant, weil der wirklich ausgewiesen, also nachgewiesen autist. Hat keine Gesichtserkennung, kann Reaktionen nicht einschätzen, braucht seine Frau, die ihm das dann dolmetscht. Also wie er es erzählt hat und wie er dann aber gesagt hat, ja, für ihn ist das normal und er versteht auch nicht, warum die andere anders sind. Und das finde ich so cool. Aber das ist halt echt so ein akribischer, ja, Biologe, also so ein Würmerkenner, der ist wirklich. Und wie der erzählt, also so, manchmal denkst du, der müsste sie doch schütteln, aber der hat ja anderen Zugang zu Emotionen, darum schüttelst du den nicht und darum erzählt er so, pro trocken und ich krieg mich da immer schier nicht mehr. Also das wird total spannend. Ja. Und dann, Samstag hier, große Party, Packparty. Da freue ich mich total drauf, weil wir haben Unterstützung. Und das Schöne wird sein, dass der Nachbar kocht. Und also das wird ein ganz schöner Tag. Wir werden viel schaffen, wir werden packen, aber wir werden dann auch essen und schnacken. Jetzt reimt sich's auch noch. Karin hat es neulich erzählt, wie sie ihre Adventskalendersäckchen packt hat. Und ja, das sind ja dann immer so Aktionen, auch die einen zusammenschweißen und die einfach einem selber wieder was geben. Und ich weiß, dass ich mich in jedes Paket auch nein freue, weil ich mir schon die Augen vorstelle von euch, wenn ihr diese Pakete aufpackt und ja, ich weiß, dass da strahlende Augen gibt und es gibt mir einfach brutal viel zurück. So, genug geschmalkt. Sonst gibt es nichts Neues. Ich gucke um mich rum. Ah ja, stimmt, heute war ich daheim, aber ich zeige es euch noch geschwind. Ich zeige es euch noch geschwind, weil ich letzte Woche halt auch gedacht habe, jeder weiß schon, von was ich rede und habe euch nichts dazu erzählt, richtig. Liebe Duck, ich bin einfach ein bisschen so. Song, Song, Blanket. Und warum sage ich liebe Duck? Weil die Idee von der Duck kommt. Von Albuquerque. Sia Wools. Ich habe letzte Woche diese zwei Quadrate gestrickt. Zwei Tage war ich daheim. Und der Jürgen in der Arbeit. Da gibt es ein Quadrat. Am Wochenende habe ich gearbeitet, er war daheim, aber ja, Jürgen, die Quadrate von dir vom Wochenende fehlen noch. Jetzt lacht er. Aber ist besser, vielleicht erstrickt sie nicht. Und hier ist das Quadrat, das ich heute gestrickt habe. Also heute noch stricke. Weil ich heute daheim war, auch wenn ich den ganzen Tag am Wickler saß, aber das ist der Deal. Die Duck hat diese Aktion ins Leben gerufen. Und zwar strickt sie das zweifädig, also ich auch. Seht ihr, jedes Ende hat zwei Fäden. Das ist eine zweifädig gestrickte Decke mit 63 Mascher Anschlag. Und ich stricke es mit 5er Nadeln aus Sockenwolle. Bei der Duck ist es so, sie nimmt immer ein handgefärbtes und ein industriell gefärbtes Garn. Ich mache so, dass ich immer ein buntes und ein Uni miteinander stricke, beziehungsweise ein Quadrat pro Reihe, nämlich hier, mit, also parallel mit dem bunten Strick. Hier oder hier. Ja. Und dann halt versuch so ein bisschen abzuwechseln, dass das einfach so eine nette Decke wird. Und da kann man viel, also gerade wenn man so all die Socken wolle, da sind immer zwei bunte, zwei Uni im Paket oder
Ach, alles Mögliche, was ich da halt so habe. So im Stash und dann wird immer gekruschelt. Das größte Problem ist, sich immer zu entscheiden, oh Gott, was nehme ich? Also das wird es nachher auch noch meine Sorge sein, wenn man sonst keine hat. Ich habe da so eine Kiste, wo ich immer so Reste drin habe und ja, alles Mögliche. Also so, ne? Spannend wird jetzt dann auch werden, wenn ich zum Beispiel, habe ich das schon gemacht? Habe ich noch nicht gemacht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das hier habe ich mit Blau verstrickt. Ich könnte es aber, also hier, ne, habe ich das Garn mit Blau verstrickt. Ich könnte es jetzt aber genauso mit einem so einem Grau oder auch so mit so einem Hellgrau verstricken. Dann würde die Farbe jedes Mal auch anders rauskommen. Und das wird das Spannende an meiner Decke sein. Genau. Die wächst so vor sich hin und gedeiht so vor sich hin, jede Woche, jede zweite Woche. Also diese Woche kommt heute das Quadrat dazu. Nächste Woche, keine Ahnung, ich habe einen Dienstplan nicht im Kopf, aber so mache ich das einfach nach und nach. Und freue mich drüber, dass ich da sowas gefunden habe, eine Struktur. Genau, und die Dag hat es ins Leben gerufen und ja. Amerikanische Viren. Viren von weltweit. Aber die Grippeviren haben mich nicht und kriegen mich nicht. Und das ist der Vorteil. So, jetzt machen wir Schluss an dem Punkt, bevor ich noch weiter laber. Der Hund ist auch schon eingeschlafen. Liegt an mir? Nein, ich schläft gerade ganz viel. Ja, ich wünsche euch einfach gute Woche. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder, vielleicht Montag. Ich glaube, ich habe Montag spät, dann kann ich vormittags aufnehmen. Ja, strikt weiter, verfolgt eure Ziele. Ich mache es auch. Nächsten Montag, heute ist der 18., ist der 25. Und dann muss die Jacke dann schon fast fertig sein. Also Hauptgeschäft ist diese Quiet Stars diese Woche jetzt. Gucke, dass ich so weit wie möglich komme. Und ja, lasst es euch gut gehen, verfolgt eure Ziele und seid behütet. Tschüss!